Ja, heute Freitag, Qualitag. Wir hatten jetzt heute Vormittag schon die, oder es war schon nachmittags, die Q3, also die letzte Qualifying Session. Für uns nochmal eine Vorbereitung jetzt eben aufs Top 30, beziehungsweise für uns ist es eigentlich Top 20, also das Q2 Top 30, sind die ersten 20, wo wir gleich, der Julien gleich in den Genuss kommen wird, zwei Runden zu fahren. Ist immer sehr, sehr cool als Fahrer, mal die Nordschleife komplett für sich zu haben, eine komplett freie Runde zu haben. Gerade mit den schnellen Autos kommt das selten vor, weil mit über 120 Autos im Feld hat man doch viel Verkehr. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei in den letzten Vorbereitungen, in den letzten Zügen. Sind natürlich jetzt alle schon ein bisschen angespannt, dass es dann gleich losgeht. Jetzt wird es sich dann nachher zeigen. Jetzt lassen alle die Hosen runter und geben Vollgas. Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen. Aber ja, wir haben viel zu gewinnen und wenig zu verlieren als das Rookie-Team hier. Also von dem her sind wir noch sagen wir mal, da relativ entspannt und sind guter Dinge. Der Julien ist gut drauf, die Jungs sind gut drauf. Also ja, drückt die Daumen und dann sehen wir uns vielleicht später nochmal mit einem kleinen Update vom Quali. Wie konnten wir uns qualifizieren, dass wir automatisch in den Top 20 drin waren? Es gibt, also das ist relativ kompliziert, wenn man das jetzt komplett beschreiben würde, wenn wir jetzt eine halbe Stunde reden, das lassen wir mal lieber. Also da gibt es im Reglement gibt es alleine 4 Seiten oder 5 Seiten nur zum Thema Top 30. Ganz einfach gesprochen, für die Vorqualifizierung für das Q2 Top 30, also für diese Top 20, ist es so, dass man entweder in den ersten Vorbereitungsrennen, LLS 1 bis 3, gewisse Durchschnittsrundenzeiten werden analysiert, also einfach die Pace, die Performance. Das kann ausschlaggebend sein. Für uns, in unserem Fall, war es jetzt natürlich das Qualifying fürs 6-Stunden-Quali-Race, wo es ja auch schon ein Top 30 Qualifying gab. Da sind wir Zweiter geworden und die ersten drei aus dem Quali halten auch direkt einen Einzug. Parallel dazu war ja unsere Performance auch in den LLS-Rennen nicht so schlecht. Das heißt, das hat uns dann dahin gebracht, jetzt schon qualifiziert zu sein. So, Top 30 Quali ist durch. Ja, wir können grundsätzlich, glaube ich, sehr zufrieden sein. Bisschen schade, wir sind ja zwei geteilte Runden, die man fahren kann. Erste Runde war natürlich jetzt bei den Bedingungen im Regen ein bisschen zurechtfinden, schauen, wo wir sind. Da sind wir dann, glaube ich, auf P6 rausgekommen nach der ersten Runde. Dann war klar, dass die zweite Runde schneller wird, weil die Fahrer einfach natürlich wissen, wo ist das Wasser, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr pushen, das Auto spüren. Julien hat einen super Job gemacht, hat sich auch dann extrem nochmal gesteigert in den ganzen Sektoren. Dann sind wir leider auf ein etwas langsameres Auto aufgelaufen. Die starten zwar alle mit einem Abstand, aber klar, gerade an den Bedingungen gibt es große Unterschiede. Wenn man sich die Zeitenlisten anguckt, hier von Platz 1 bis Platz 18 sind schon fast 30 Sekunden. Dann sind wir aufgelaufen und haben wir leider in dem drittletzten Sektor Zeit verloren, knapp 4 Sekunden. Also in unserer Berechnung wäre vielleicht so P6, P5 drin gewesen. Das ist so die einzige B-Note an dem ganzen Tag, aber grundsätzlich müssen wir extrem zufrieden sein. Wir sind in den Top 10, wir sind P9, wir sind bester Porsche. Und ja, Julien hat einen mega Job gemacht und maybe Julien can talk a bit about the lab. He was complaining, you know. Racers always complain. He was complaining about vision and. Well, I think he said the most important, as I could understand everything, of course. No, I would say the team made a mega job to prepare the car properly at the last minute. On my side, was the first ever lap on the wet on the Northlife. I think it was the same also for the Retronic car. So we survived first, and we even did a top 10, being the best Porsche. So really happy about this. A little bit pity because I think the performance was a little bit better. We missed a little bit of success in the last lap, but honestly, we can be happy with this to start in the top 10 with difficult conditions. And what I really like today is that behind someone on the Nordschleife, we cannot see anything. So if we start like this, it's gonna be difficult, but it's a challenge, and it's gonna be the same for everybody. So we will have to survive and to come back even more in the front. Last year, Julien couldn't take the 24 race because he was back then. It was a Corona issues with coming from France to and from he Le was exactly from Le Mans, and he was planned to be on the Mantai, and he did the pre-season race he did, and then the big one, the 24, he couldn't do. So I think also for Julien now it's cool that he could be back now on the 24. Finally, he was even able to do top 30 now. And yeah, we are very, very happy with the result now, and starting into top 10 is still a long way to go. It's 24 hours approximately. So I think approximately. We really hope that we finish after 24 hours. That's the first goal, and
best case is to stay in the top 10. And a bit also out of trouble. And exactly. As we talked about it earlier, we have, I think, a pretty good package overall with the crew, with the lineup and the car. So let's work like we do until and we did until now with a really good team spirit. So now really happy to be there, to be honest. So I'm looking forward to be tomorrow. Wir zeigen euch jetzt gleich noch ein bisschen was von unserem Zelt im Hintergrund. Wir gehen mal in unser kleines Teilelager, dass ihr mal seht, was man so alles an Equipment dabei hat bei so einem 24-Stunden-Rennen. Also bleibt. So, ja, man kann sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also wir gucken jetzt mal ganz kurz in unser wunderschönes Zeltchen. Aktuell gerade ein bisschen chaotisch hier, weil wir jetzt quasi nach der Session sind. Eben hat es auch noch draußen ziemlich stark geregnet, deswegen mussten wir ein bisschen zusammenräumen. Aber wir wollten euch mal ein bisschen was zeigen. Wir haben hier sogenannte Assemblies. Das heißt, wie man hier sehen kann, das ist jetzt ein Kotflügel, komplett bestückt mit einem Scheinwerfer, der ganzen Scheinwerfer-Elektronik hier. Das heißt, das Teil kann nachher über diese Schnellverschlüsse direkt ans Auto angesteckt werden. Hier die Steckverbindung rein und dann kann das Bauteil direkt verwendet werden. Das ist mal extra so gebaut im Motorsport, dass wenn jetzt im Rennen was passiert und vielleicht ein kleiner Kontakt ist, aber nichts Größeres passiert ist, dass wir beim Boxenstopp schnell umstecken können. Genauso ist jetzt hier zum Beispiel eine Heckschuhstange, die ist auch schon fertig foliert, genau wie der ist auch komplett fertig foliert, sodass es quasi im Fahrzeugdesign drankommt und dann entsprechend aufgenommen werden kann. So haben wir vom Fahrzeug jede Menge Teile dabei. Es sind natürlich nicht alle Fahrzeugteile da. Also man kann nicht ein ganzes Auto dabei, muss ein bisschen überlegen, was sind vielleicht Teile, die öfter mal kaputt gehen. Es gibt viele Fahrwerksteile, Carbonteile, also Karosserieteile, die wir jetzt hier quasi in unserem eigenen Bestand haben, die dann im Rennen nach vorne kommen, damit wir die schnell bestücken können. Eine Frage noch zum Beantworten, und zwar, ihr habt gefragt, warum wir jetzt hier mit Porsche fahren, nicht mehr mit Audi, weil wir eigentlich mit Audi die letzten Jahre unterwegs waren, sind wir auch immer noch. Wenn ihr uns verfolgt, GT Masters nach wie vor mit Audi. Warum hier mit Porsche? Es hat sich einfach so ergeben. Porsche ist auf uns zugekommen. Wir haben mit Porsche sehr, sehr gute Gespräche geführt und wollten einfach gucken, dass wir auch mit denen gemeinsam ein Projekt machen. Und ganz ehrlich, also Porsche ist natürlich schon auch in Deutschland und auch weltweit eine große Marke, und gerade hier oben auf dem Nürburgring, das gemeinsam mit Porsche zu machen, 24-Stunden-Rennen, ist natürlich irgendwie auch so von jedem von uns auch ein kleiner Kindheitstraum. Und ja, es freut uns enorm, dass wir das können. Bleibt ja auch im Konzern. Das heißt, wir sind ja zumindest in dem Gesamtmarkenkonzern jetzt noch nicht ganz fremd gegangen und müssen auch mal zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Aber hier der Support ist super und auch das Produkt. Wir sind super happy, dass wir das so hinbekommen. Der Erfolg gibt uns ja gerade auch recht. Performance stimmt auch größtenteils. Also ja, sind wir happy. Das dazu, also es gibt da jetzt keine weiteren expliziten Gründe, sondern hat einfach gut gepasst. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ansonsten ja, wünsche ich euch noch viel Spaß beim Schauen und vielen Dank fürs Folgen. Auf 1000 Grad. Ja? Grad. Mit seiner ganzen Unterwäsche auf 1000 Grad. Was machst du, Fabian? Ha? Was machst du, doch nicht auf dem Boden. Ja, klar. So, ich habe jetzt getauscht hier vom Teamchef zum Wäschemeister. Extra für unseren Superhelden Frau Dennis Marschall. Und der hat gerade gemeint, er muss lustig sein, auch noch nachdem er uns aufgehalten hat im Qualifying, jetzt auch noch hier seine Wäsche machen lassen und so. Der Overall wird jetzt mal schön bei 1000 Grad gewaschen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Dennis morgen früh dann im Grid steht. Ne? Schön hier, eng an der Hose, Beine hoch, Hochwasser ist angesagt. Aber ist doch innen gerade, glaube ich. Ne? So ein bisschen Bein zeigen ist doch geil. Also Dennis, freu dich schon mal drauf. 13 Minuten ist das Ding fertig, kommt das da rein. Die gute Privileg, die kann das. Die Privileg, die geht hoch auf, ich habe ja 60 Grad ist das Höchste, das machen wir gleich. Komm mal raus hier und lass mich mal machen. Nein, ich mach das jetzt. Nein. Ich schieb das jetzt bei 100 Grad da rein. Nein, das ist kein Scheiß, das ist lustig. Der meint, er will lustig sein, mit mir nicht. Feierabend.